Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Mittwochmorgen, einen wunderschönen. Ja, ich habe hier schon knapp die erste Bahn jetzt von unserer vorletzten Wiese gedreht. So, jetzt geht's hoch. Und die werden wir jetzt wahrscheinlich in der heutigen Folge, bin mal gespannt, ob wir alle schaffen zu gehen. Weil wir haben jetzt hier die Kleine noch, die haben wir jetzt in ein paar Minuten. Und dann haben wir ja noch das Feld, warte, 77. Komplett voll mit Luzern. Ich muss mal gucken, ob das in der Zwischenzeit jetzt schon reif geworden ist. Ansonsten müssen wir ein bisschen vorspulen dann. So, dann machen wir nochmal runter hier. Zack. Ja, wir haben Schmetterling mehr weg, das geht jetzt relativ schnell. Überhaupt hier mit dem Glas, was glaube ich 10,2 Meter hat hinten, geht das schon relativ fix, sagen wir so. Ne? So, wieder hoch hier, damit wir nicht alles mähen, was dann auf dem Weg oder beim Nachbarn oder in der Wiese drin liegt, weil das bringen wir dann nie wieder weg. Erstens ist es nicht gut, wenn man beim Nachbar rein geht, und zweitens, wir kriegen das auch nie wieder weg, weil uns dann gesagt wird, ja, wir sind im Nachbargebiet, was uns nicht gehört, und da können wir es dann halt nicht mal mehr rausschwaden oder etc. Und dann wird es dafür immer rumflacken, weil halt eben so lange, bis wir halt das gegenüberliegende, die gegenüberliegende Wiese kaufen, und so schnell passiert es dann auch nicht. So, ich habe jetzt hier nochmal kleines, kann man dazu Vorgewende sagen, ja, eine kleine Außenbahn nochmal gefahren, dass das Wenden hier leichter geht. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen mehr Sinn als die Längsbahnen, muss ich sagen. So, passt, das ist jetzt noch einmal drehen und dann haben wir schon hier. Zack, perfekt. Dann nehmen wir das mal alles hier hoch. Machen wir aus, klappen wir zusammen. Dann machen wir es ebenfalls. Zack, zack. Passt. Dann heißt ab auf die Straße. In Ansicht. Hier wieder aufpassen, dass wir. Oh, ich dachte schon, wir bleiben am Arsch da hängen. Aber nee, ging. So, Blinker. Auto. Kommt keins mehr. Das passt. So können wir raus. Ich glaube, es sieht schon ziemlich reif aus, aber ich gucke dann jetzt gleich nochmal nach. Wobei ich weiß jetzt gar nicht, wenn es auch nicht reif ist, ob man es dann überhaupt mähen kann und ob es dann weniger gibt. Aber normalerweise glaube ich schon, weil es wird wahrscheinlich so gehandelt werden wie Gras. Oh, warte mal, da müssen wir glaube ich anders stehen. Ich habe da einen CP-Kurs gemacht und das lasse ich auch den CP-Fahrer erledigen. Und der beginnt nämlich, soweit ich weiß, noch so. Da vorne machen wir auch an, lass uns mal runter. So, ah ja genau, das können wir auch noch nicht mähen, weil es noch nicht reif ist. Ja, ist noch im Wachstum, das heißt, wir müssen ein bisschen vorspulen. Ich glaube, das müsste reichen. Warten noch ganz kurz, bis nachsynchronisiert hat. Und mal gucken, das ist halt nicht wieder nachwächst in der Zwischenzeit. Ich glaube, wir müssen doch noch ein bisschen spulen. Ich bin jetzt einmal auf 120. Dann ist immer noch im Wachstum. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht zu lange vorspulen. Ich würde gerne schon noch, wenn es noch Tag ist, hier das fertig machen. Und nicht, dass jetzt komplett Nacht ist. Hm.
Es ist hier früh dunkel. Ich glaube, das wird heute nicht mehr reif, habe ich so das Gefühl. Muss ich ehrlich sagen, das wird auch nicht mehr reif heute. Das letzte Stück dauert so lange. Ja gut. Es ist jetzt schon nach geworden, da er es ja eigentlich nicht vorhat, aber kann man jetzt auch nicht ändern. Da ist mir hier Licht angemacht, aber gut, es ist immer noch nicht reif und wir können es auch nicht mähen. Nee. Das bringt nichts, schade. Ich wollte eigentlich das jetzt noch mähen, aber wenn das natürlich dann nichts, wenn es natürlich nicht reif wird, dann kann ich da auch nichts machen, dann bleibt es halt stehen. Dann wird es eben morgen gemäht. Das heißt, ja, ist ja glaube ich auch nicht schlimm. Und bis morgen müssen eigentlich die Wiesen dann auch schon wieder reif sein. Ich gucke jetzt noch mal letztes Mal. Ne, ist noch im Wachstum. Okay. Ich gucke jetzt auch nicht mehr, ob sie jetzt reif ist oder so weiter, weil dann fange ich nicht mehr an. Da habe ich jetzt dann auch keine Lust mehr. So, ne, reparieren braucht das Ganze noch nicht. Das ist noch alles relativ gut in Schuss. Waschen, machen wir kurz einen Strahl drüber halten, dass der grobe Dreck weg ist. Und ganz glänzen muss er nicht, weil es kommt ja dann am morgigen Tag eh wieder in Einsatz. So. Ja, jetzt klingt das Ganze schon wieder ein bisschen besser hier. Kann man Michelin auch wieder schön lesen, passt. Dann fahren wir dann gespannt jetzt wieder zurück in die Halle. Mal gucken nochmal wieder. Ja, okay, die Lappen da oben werden immer ein bisschen weggefahren. So, da bin ich vorhin, glaube ich, gerade vorne ein bisschen gehangen. Im Frontmähwerk. So, ein bisschen anders lenken, Vorwärtsgang rein. Ja, ich glaube, so wird es passen. Das stört keinen. So. Das passt. Ja, das passt so. Fahren wir den wieder raus. Oh, ich dachte schon, ich bleib hängen. Oh ne. Ging. So, das heißt, wir stellen wir zurück in die Halle. So, passt. Müde aus. Dann wollen wir jetzt gerne wieder eine Handbremse angezogen und Licht aus. Und Umleuchte noch schnell aus. Passt. Können eigentlich hier drin auch mal Licht anmachen. Oh. Ah, da haben wir gleich beleuchtet. Das werde ich jetzt auch gleich nochmal schnell machen, weil es wird Nacht. Und dann machen wir mal unsere Lämpchen an hier. Unsere Beleuchtung. Zack. Dann haben wir hier vorne beim Schröderchen noch eine. Dass der auch über Nacht ein bisschen Licht hat. Passt, ist an. Die scheint auch schön. Haben wir da hinten auch noch eine? Ne, da hinten haben wir keine mehr. Okay. Dann haben wir hier noch zwei. Die wirkt nicht. Einmal. Zweimal. Und ansonsten. Hier hinten haben wir noch ein paar. Die ich anmachen kann. Einmal. Zweimal. Hier vorne noch eine. Dreimal. Hier brauchen wir eigentlich keine, weil die beleuchtet ist eigentlich noch schön, oder? Ja, ich mache sie immer mal an. Wenn wir sie schon haben, dann können wir sie auch anmachen. So, hier hinten habe ich tatsächlich keine platziert. Ich glaube, das muss ich nochmal nachholen, weil hier hinten Beleuchtung wäre auch relativ gut. Finde ich auf jeden Fall. Und auch wie zum Beispiel da haben wir halt gar keine Beleuchtung. Das werde ich mal nochmal nachrichten.
So, in der Halle drin kann man eigentlich auch Licht anmachen. Wenn es hier, ah, das sieht mir nach einem Lichtschalter aus. Oh, ich brauche einen Lichtschalter, perfekt. So, den schnappen wir jetzt aber unseren Steier schnell. Und der kommt dann vor den Schwader. Und dann wird das Ganze geschwadet. Das hat er eigentlich Allrad an, das war irgendwie auch. Aber haben wir ausgemacht, passt. So, die haben wir auch angemacht, das passt auch. So, da hinten steht er. Ein Schatten, egal. So, nur Vorwärtsgang wieder reinmachen. Gucken, ob wir hier rauskommen. Aber geht, hier passt. So, ja, so krass dunkel ist er noch nicht. Also man sieht, glaube ich, schon noch, wo Gras liegt und wo noch nicht. Ich kann einen Blinker anlassen, weil ich hier vorne wirklich wieder rein muss. Was das rein muss, ich möchte da rein. So, kann man auch schon mal aufklappen, das Teil. Gucken wir mal nach. Aber ne, es ist immer noch im Wachstum. Das heißt, das wird erst dann morgen, wenn wir den zweiten Schnitt dann machen, wieder reif sein. Aber was heißt wieder? Erst reif sein, so. Ja, aber hier ist es schon wieder dunkel, da sieht man jetzt nicht so viel, aber ich kann es ja einigermaßen einschätzen mit dem Arbeitslicht vom Traktor. Hat er gerade ein bisschen geschwächelt, habe ich das Gefühl gehabt. Er ist nur so 10 km/h gefahren, aber das hat er ja schon immer gehabt an dem Berg dran. Obwohl er eigentlich seine 275 PS hat. Bisschen mit dem Nachbarn leider reingefahren, aber das geht halt nicht immer, noch mal ausweichen kann. Das war eh noch außerdem im ersten Wachstumsstadium, das heißt, das ist noch nicht so schlimm. Ich werde jetzt von ganz unten anfangen, weil es bleibt da wieder so ein Restchen liegen und das mag ich immer nicht so. Deshalb kommt, wird es gleich zu einer neuen Bahn dazu geschwadet. Und dann haben wir das Problem nicht, dass irgendwo unten noch so ein paar Restchen rumliegen. Die wohl keine Zugehörigkeit zu einer Bahn haben. Kurve. Oh, wir haben sogar diesmal alles mitbekommen. Was ist? Da hat man was Neues. Ich glaube, da vorne haben wir jetzt noch so ein bisschen was. Ach, egal, das muss jetzt nicht unbedingt geschwadet, weil das kann man einfach so mit der Ballenpresse schnell aufsammeln dann. Oh, noch mal ein bisschen was liegen lassen. Aber mit einer leichten Welle drin, ja, hat sich der Schwader nicht ganz so angepasst, wie er sollte. Ja, das passt, da fahren wir jetzt so hin, heben vorne hoch und dann geht sich das perfekt aus, aber da kommt jetzt gleich ein Auto. Oder ne, das war ein LKW von der anderen Seite, aber ich dachte, da ist ein Auto auch nochmal gekommen, aber anscheinend doch nicht. Die Bahn hier in der Mitte, die passt eigentlich, glaube ich, sogar relativ gut. Dann will man gar nicht nochmal schwaden, weil die ist eigentlich schon, wie eine Schwab schon angelegt, vom Frontmehrwerk an sich. Ja, das passt, erst ab hier oben will man den Schwader wieder runterlassen und hier nochmal gerade hochfahren.
Stück hin hier auf jeden Fall. Und jetzt hoch der Teil. Passt. Drehen wir hier vorne nochmal. Ja, das ist so ein ganz kleiner Streit. Oh Gott, ich sehe nicht so. Habe ich lauter Blätter vor mir. So, das können wir wieder runterlassen. Oh, so ein bisschen was von der anderen Bahn mitgenommen. Schade, schade. Aber auch nur ein kleines Stück, das geht noch. So. Also was hier aber dann auch noch liegt, das werde ich auch nochmal schnell zusammenschwaden zu einer Bahn. So, passt. Das heißt, wir schieben wir schnell rückwärts. Wenden wir schön einmal. So, dann muss ich jetzt die Schwader runterlassen. Damit wir das alles schön mitbekommen. Dann muss gucken, dass ich keine von der anderen Bahn zerstöre, aber der passt dazwischen. Perfekt. So, wir müssen ihn jetzt anheben. Oh, perfekt, passt. Schalten wir ihn erstmal aus, hinten mal gucken. Ja, wir müssen ihn doch zusammenklappen. Ich dachte, wir könnten so schnell rüberfahren, aber das funktioniert nicht. Denn das sind erstmal Straßenschilder und dann auch zu viele Bäume. Ne, da wären wir nie im Leben durchgekommen. Oh Gott. Ganz geil, ein bisschen angeschubst gerade. So schnell wieder rein, bevor der nächste KI-Verkehr kommt. Aufklappen. So. Wir können den jetzt schon anschalten. Ja, Mann. So, zack, runterlassen. Und dann kann man hier schon lang schwaben. Mal aufpassen, dass wir nichts liegen lassen. Aber das sieht gut aus. So, hier vorne, ein bisschen können wir noch fahren, weiter geht's nicht mehr. So. Ja, das dürfte so passen. Jetzt warte ich, bis hinten auch noch unten ist. Und dann können wir hier weiterfahren. Vorne kommt wieder der Baum. Mal ein bisschen aufpassen. Ja, ein bisschen was bleibt halt da neben hinten jetzt liegen, aber das kleine bisschen doch. Ne, das kann wieder hin, das passt. Da müssen wir jetzt nicht mal was zusammenschwaden, oder? Ich laufe jetzt aber schnell hin. Doch, es wird doch gar nicht schlecht, wenn wir da nochmal einmal kurz langfahren mit dem Schwader. Er ist doch noch ein bisschen breiter als ich dachte. Dann nutzen wir mal von den anderen Bahnen jetzt mitnimmt. Aber das geht sogar okay. Und wieder hoch. Passt. So, haben wir gewendet. Dann haben wir diese auch schon fertig geschwadet. Kommen wir da im ausgeklappten Zustand drüber. Ja, geht. Okay, passt. Können wir die auch wieder runterlassen hier? Zack. So. Perfekt.
Da vorne noch ein bisschen weiter rausgemäht. Das werde ich wahrscheinlich alles mitkriegen. Ne, alles ging sich nicht aus, weil dann schon wieder der nächste Baum im Weg stand. Nur das aber beim nächsten Mal mitnehmen. Oder mit zusammenschwaden. So, hier vorne kommt doch gleich dann irgendwo der Baum, wo so weit in der Wiese drin steht. Ja, wobei da auch noch ein bisschen da vorne kommt er jetzt dann. Na genau, da wird der Stamm von den Lichtern angestrahlt. Ein bisschen weiter drüben bleiben, wenn wir hier die andere Bahn nicht anschwaden. Oder mit zusammenschwaden. Stopp, 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 oh Gott. Das ist bei Mini. Komm, hoch da. Gib alles. So, er ist wieder oben. Halt gut. Bin ein bisschen zu weit nach vorne gefahren und ein bisschen runtergerutscht. So, runterlassen. Ja, nicht ganz so schön geworden da hinten. War noch ein bisschen zu schnell unterwegs. Überlegt, ob ich noch einmal Vorgewende reicht, glaube ich. Jetzt gerade überlegt, ob ich noch mal einmal entlang fahren soll, aber das müsste eigentlich reichen, so wie es momentan ist. So, voll eingelenkt, da komme ich ja angenehm rum. Erstmal vorne runter, hinten, ja. Das sieht gut aus. Ich hätte es mir tatsächlich ein bisschen schlimmer vorgestellt, in der Nacht zu schwaden, aber es geht tatsächlich. Sollte man ein bisschen Gas geben, damit man das den hinteren Teil noch schaffen. Da runterlassen. Hoch, bremsen, Rückwärtsgang drin. Dann haben wir da noch eine Schwaderbreite liegen, oder? Ist doch noch ein bisschen mehr. Da hat mir die Nacht wieder getäuscht. So hoch. Haben wir ein bisschen was da vorne mitgenommen? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube es zumindest. So, hier bin ich mir auch nicht. So, dann drehen wir hier nochmal. Ja. Könnte knapp werden, ob wir das nochmal alles schaffen zu schwaden, aber dann wird halt die Folge wieder ein bisschen länger, weil ich möchte das auch nochmal abschließen, das Schwaden. Jetzt müssen wir es wieder auf morgen verschieben und morgen will ich dann eigentlich schon mit dem Ballenpressen beginnen und wickeln. Oh, das wird ein Spaß, die ganzen Ballen dann zu finden. Oh Gott, oh Gott. So, runterlassen. Geduckte Position von der Kamera oder flache Position, damit wir was sehen und nicht die ganze Zeit in den Baumkronen hängen. So ein bisschen langsam tun, damit ich einlenken kann. Ja, okay. Ups. Dann haben wir wieder ein bisschen am Baum gestreift. Ah, dafür haben wir ja die Metallabweiser dran. So, oh nein, da haben wir ein bisschen was. Wir sind zu weit rüber gefahren, war keine Absicht.
Schwader hoch, passt, Rückwärtsgang drin. Oh, ein bisschen was an Roller, nicht darunter fahren. Ein bisschen was mitgenommen noch. So, mit drehen. Schwer runter. Ich muss schon sagen, es ist schon wesentlich angenehmer, im Hellen zu schwaden als im Dunkeln. In meinem Geschmack auf jeden Fall. So. Können wir hier nochmal alles mitnehmen, weil das sind eh jetzt die letzten zwei Bahnen. Oh, das wird jetzt wahrscheinlich... Ah, ich sehe gar nichts mehr. Die letzte sein, ja. Das sieht auf jeden Fall nach der letzten aus. Wenn jetzt so Kleinigkeiten liegen bleiben, kann ich auch so dann aufsammeln. So hoch. Passt, perfekt. Dann haben wir noch zusammengeschwartet und dann sind wir auch für heute wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen oben da lassen. Wäre dann natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen am Donnerstag zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde, auf der Staffenbach im LS 19, wenn wir in wunderschönen Dunkelheit um 8 hier die Ballen weiterpressen und dann wickeln und so weiter. Dann wünsche ich allen einen wunderschönen restlichen Mittwoch und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star.